Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was haben die Leute gelacht, als es anfing? Jetzt, 4000 Serienteile später, haben wir uns dran gewöhnt. Ich muss sagen, ich bin Fan. Mir reicht es schon, wenn ich sehe, wie die jungen Leute wohnen, wie sie auf ihrem Sofa sitzen, wie sie ihre Schrankwände einräumen. Meistens gucken wir in der Redaktion ohne Ton und ich glaube, das ist im Grunde auch die beste Variante. Das sind deutsche Gesichter, deutsche Probleme. Sowas geht nur hier, glaube ich, 4000 Mal. Ich finde es immer sehr amüsant zu sehen, wenn es anderen Leuten noch schlechter geht als mir. Und das bedient die Serie ganz gut. Art von Voyeurismus ist das wohl. Aber ich stehe dazu. Also ich habe auf jeden Fall zwei Favorites. Entweder ich wäre gern Elisabeth Meinhardt, von Anfang an dabei, immer die gute Seele und immer für alle da, ein offenes Ohr, die Top-Lehrerin schlechthin. Und meine zweite Wahl wäre der Strumpfhosenmörder. Hat nicht so viele Auftritte gehabt, lag immer unterm Bett und alle kennen ihn. Ich wäre total gerne die Franzi, weil ich finde, dass sie eine super Frisur hat. Der Haken ist allerdings, dass die mittlerweile lesbisch ist, heute stirbt, kokst und auch sonst ein bisschen crazy ist. Aber die Frisur ist wirklich super. Hallo Leo. Hallo Balli. Wie geht es dir denn heute? Ach, nicht so gut. Meine Familie findet mich doof und ich glaube, ich bin schwul geworden. Und du? Ach, mir geht es supi. Ich werde jetzt Chefreporter. Und dann fliege ich in die USA und mache eine große Reportage. Toll. Gute Fahrt. Also nochmal von vorne, ne? Von ganz vorne. Was, da schneidet ihr rein. Ja. Also, unser Kollege Philipp Heibach hier sieht ja wohl definitiv aus wie Leon Moreno. Jetzt sag mal. Ich kenne den überhaupt nicht. Aber der ist ein Sunny Boy, freust du dich nicht? Kommt drauf an. Jörn Moreno. Leon. Ich wäre gerne Anna Meisner, sprich Simone Hanselmann. Die hat nämlich gleich zwei Rollen spielen dürfen. Die war nämlich schizophren und war noch die böse, böse Judith. Und da kann man mal so zwei Seiten zeigen. So die liebe Model-Seite von Anna und die böse Seite von der Männer zerfleischenden Judith. Kennen die alle gar nicht. Gucke das nie. Ich habe ja keine Zeit. Ich kann ja nie mal irgendwie zum Fernsehen gucken. Es ist schon traurig.